Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich habe einen Fall bereits runtergeladen und kurz reingeschaut. Er spinnt nicht rein. Wir schauen rein. Natürlich konnte ich nicht sehen, was er da schlussendlich macht, aber ein Spinner ist es schon mal nicht. Sodele. Er hat übrigens ein paar Skins am Start, aber nur Kleinigkeiten. Also hier so eine Blue Ply hat er und ich glaube noch irgendwie eine Scout oder sowas. Wir machen das hier mal zurecht. Und dann lassen wir uns mal von ihm beeindrucken und stellen uns Fragen über ihn. Ne? Was ist mit dem los? Pass auf. Also er hat den da oben scopen gehört, wahrscheinlich auch angesagt. Achtung, da ist einer Short. Er weiß, dass er da steht. Er hat den gesehen und macht nichts. Also jetzt gehen sie auf A. Wirkte wie etwas sehr vorgeschossen. Da unten auch. Die Informationen sind da. War vielleicht gesichtet von dem Palace-Spieler, aber dass das Timing dann so passt, müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, zwecks Vision Assist. Schaut mal, wie er aimt. Also er aimt auch sehr Vision Assist-lastig. Also gerade auch ein Stück weiter vorne hat er so merkwürdig hier in diesen Wandblock, in diese Wand reingeguckt, als sei sie nicht da, um die anderen schön im Auge zu behalten. Also nicht nur, um sie am Rande im Auge zu behalten, sondern fast schon mittig. Er geht wieder auf A, flasht das Team. Also einer geht auf B. Ich gucke immer natürlich danach, ob sie irgendwie, ob sie gemeinsam rein smoken oder irgendwas dergleichen veranstalten, um einzuschätzen, wie der Rank so ist, aber hier ist zumindest im Moment nicht allzu viel zu sehen von einem Go, wobei man auch nicht zwingend Goes machen muss, um gerankt zu sein. Hier war ein Smoke-Kill da, der war sehr easy für ihn. Ich weiß nicht, ob man oben am Rand der Smoke was sehen konnte, köpfchenmäßig oder irgendwas, paar Pixel. Ich habe da jetzt beim schnellen Hinsehen nichts gesehen. Er ist sich auch hier wieder extrem sicher, wo er kommt, also ich würde bereits spätestens jetzt den Vision Assist confirmen. Jetzt gucken wir mal, ob er auch Richtung Aim geht, denn wo das eine ist, ist das andere meist nicht weit entfernt. Vom Aim her habe ich aber sonst noch nichts Besonderes gesehen. Also es ist halt einfach, mit Vision Assist dann schöne Shots zu machen. Er weiß doch, wo er ist. Muss er? Also glaubt er wirklich, dass man es nicht herausfinden konnte bis jetzt, dass er Vision Assist hat und deswegen guckt er auch nach oben auf die Stairs, obwohl er den anderen eindeutig vor sich sieht durch die Wand? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie so Leute denken. Also ab welchem Moment man sich sagt, oh, da war ich etwas zu obvious, weil wir als Legend-Spieler kennen diese Momente, in denen wir hoffen, dass wir nicht reported oder gar gebannt werden, was eh nicht passiert, aber wenn man mal einen krassen Shot macht oder zwei, drei, ist ja bei uns sofort die Furcht so, oh, oh, das sah jetzt aber sicherlich krass aus. Hoffentlich kommen wir nicht ins Overwatch. Weil er macht da den größten Schund und schießt viel zu früh, weiß halt genau, wo sie stehen, lässt auch Ecken deswegen aus, in denen auch keiner ist und so weiter, ne? Aber jemand sein könnte und ja, das ist... Da ist die Frage, dann finde ich aber doch schon berechtigt. Hat er auch Aim? Findet ihr, dass er rein aimt? Sein Crosshair-Placement ist sehr niedrig oft. Das Pre-Aim ist logischerweise, wenn er dann Gegner in der Nähe ausmacht, gut. Aber sonst ist er eher in der unteren Hälfte des Bildschirms unterwegs. Oder in der unteren Hälfte der Geraden halt, ne? Guck mal, wie niedrig er aimt. Also wenn hier, in dem Moment könnte ja jemand direkt vor ihm stehen, er aimt hier hin. Hier im Eck könnte einer stehen, da oben könnte einer stehen, hier vor ihm könnte einer stehen. Und auch als er runtergegangen ist, könnte einer direkt vor ihm auftauchen. Also vom Rank her würde ich da direkt mal eher was Niedrigeres einschätzen. Ich meine, auch Goldleute und so weiter können sehr gutes Crosshair-Placement haben. Ich würde hier vielleicht dann zwecks Rank-Einschätzung... Ja gut, so harsh will ich ja gar nicht sein, weil ein schlechtes Crosshair-Placement gibt es auf hohen Elos auch noch oder mittelhohen Elos und es gibt Elen im niedrigeren Bereich, also jetzt Gold und so weiter. Da haben die Leute trotzdem schon eine richtig stabile Fadenkreuzhaltung. Also ja, eigentlich kann man es damit gar nicht so wirklich sagen, was er wohl für ein Rankissimo hat. Aber ich schätze einfach mal irgendwas unter Gold, würde ich jetzt sagen. Also es ist schon wirklich krass, was er hier mit dem Fadenkreuz treibt. Wie niedrig er dann oft guckt und wie extrem unbereit er wäre für einen normalen Encounter mit einem Feind, den er nicht vorhersehen kann. Er würde ihm einfach in die Schnürsenkel reinschießen. Na? Na? Oh, oh, Alter, was war denn das? Was war denn das? Was war... Oh, oh, oh! Das habe ich vorher nicht gesehen, ja. Dieses kurze Gezappel. Das schien gerade eben... Gerade eben, bei dem Tod davor... Scheint er selbst geaimt zu haben, oder? Dieses komische, voll unentschlossen auch irgendwie. Er hat dann auch den Vorteil nicht mehr gehabt, dieses, oh, ich sehe, dass der Feind um die Ecke kommt, sondern der Feind war schon da und hat ihn gesehen. Vielleicht ist er panisch geworden, keine Ahnung. Auch hier ganz schwach, wenn man seine, ja, eben kurz dahinterher geht, also, war aber auch wegen dem Vision wahrscheinlich.
die Shots sind dann satt. Aber ja, dank dem Warlock ist es halt auch nicht schwer, sowas zu machen. Lower Mid kommt, den er irgendwie überhaupt nicht erwartet hat. Hä? Was ist denn los? Er ist so inkonsistent in seiner Nutzung der Hilfe. Ich sag mal Hilfe, ne? Na, willst du den da unten noch holen? Ja, ja. Den willst du dir gönnen, gell? Diesen Goose. Und? Na, wenn der den nicht reinrennt, kriegst du nicht, kann das sein? Na, ist ja ekelhaft, wie tief der auf den Boden guckt. Da wird er mir fast schlecht. So, hier kommt jemand rein. Er weiß natürlich, dass da einer steht. Weil er stinkt. Aber da wird wohl vom Mage schon fast weggenasst. Oh. Ja. Also, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, ne? Wegen Vision Assist. Was sagt ihr zum Aim Assist? Ist das hier ein Aimbot? Hat der ein Aim Assist an? Hat er ein Legit Aim? Hat er ein Kartoffelwurst Aim? Was hat er? Oder aimt er tatsächlich selbst? Und nutzt nur seinen Wahlhack recht sauber. Den hat man übrigens auch extrem gehört. Aber ja, wie gesagt, debattieren müssen wir da ja gar nicht. Er hat die Bombe vor B und geht auch auf den Pflänzerich. Sehr gut, sehr gut. Also Richtung Grief müssen wir nichts drücken. Oh, da kommt gleich einer in den Kitchen rein. Und? Wow. Wow. Also ich würde jetzt mal bei Aim Assist, obwohl ihr seid ja schön mit dran. Also Vision drücke ich ihm, ne? Das hier drücke ich ihm nicht. War ja nichts. Drücke ich ihm auch nicht. Und hier suche ich mir jetzt was aus, aber ich schneide es raus und wir schreiben uns in den Kommentaren, was ihr hier gedrückt hättet. Ja oder nein? Bedenkt bei der Sache, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr nicht ja drücken. Auch wenn ihr sagt, ich bin mir zu 90% sicher, dass er anhat, also ein Aimer. Wenn ihr euch aber nicht 100%ig sicher seid, dann müsst ihr auf Nein drücken. Und dieses Ergebnis will ich von euch hören, was ihr eben gedrückt hättet. Komm, wir gamblen mal kurz heute. Glaubt ihr, es ist ein Stinker, der sich reindreht, oder ist es jemand Normales? Wir gucken nur kurz rein, wir schauen uns den nicht ganz an. Ich will nur kurz den Anfang anmachen. Weil wenn es nämlich ein normaler Fall ist, dann schnibbel ich da nochmal ein schönes Video draus. Weil gerade wenn die Fälle gut sind, dann sind die ja schon so 6, 7, 8 Minuten lang. Und so wie ich euch kenne, eure Video-Anschaugewohnheiten, vor allem was die Zeit angeht, da habt ihr lieber so Sachen, die, ich sag mal, in einem kompakten Rahmen sind. 10 Minuten, vielleicht eine Minute drauf, aber großartig mehr soll es nicht sein. Und wir sind jetzt hier schon wahrscheinlich wieder bei 8, 9 Minuten. Von daher, ja, wir gucken nur ganz kurz rein. Und ihr schreibt jetzt, ihr haltet das Video an und schreibt jetzt schon mal, einfach als eigenen Kommentar, ist der am Reinspinnen oder nicht? Schnell, anhalten. Einer von denen, die hierbei mitmachen, bekommen was. Egal, ob sie richtig lagen oder nicht. Einfach als extra Kommentar das schreiben. Ich glaube, der hat keinen Schniedel. Gut, den schaue ich mir dann später noch an. Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und für die Likes und für alles. Dankeschön. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Streams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da gibt es immer diese großen Giveaways und alles mögliche. Nirum, Larum, Löffelstiel. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Insta.